Hallo Forza-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und herzlich willkommen zurück. Am Montag dürfte die Folge rauskommen zu unserem gemeinsamen Horizon 2 Let's Play auf der Xbox One. Und mir wurde nahegelegt, die Stimme immer noch ein Problem bei mir. Tom, rage mal nicht mehr so viel über die 360-Version rum. Ja, du, eure Kritik nehme ich natürlich an, diese Folge ab sofort kein Rage mehr zur 360-Version. Ich sag aber einfach mal, kauf das Ding nicht, ne? Steht auch auf meiner Facebook-Seite, hat auch einer einen kleinen Bericht dazu geschrieben, dass halt die Unterschiede wirklich nicht gerade ohne sind. Gut, wir machen heute einfach mal eine Autotour weiter und dafür kaufen wir uns ein Auto. Das war meine Synchronisation, die haben wir schon lange nicht mehr so beschissen gesehen. Was kann ich für dich tun? Komm rein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ich will doch nur ein bisschen kaufen. Und das machen wir heute auch. Da auch ein bisschen, möchte ich mal Entschuldigung sagen. Entschuldigung dazu, dass ich in den letzten Ausgaben immer mal wieder den Strawpoll-Link vergessen habe und demzufolge auch die Umfragen ein bisschen in den Keller gegangen sind. Insgesamt haben das letzte Mal 179 Leute mitgemacht. Es standen ja drei Autos zur Auswahl. Der Maserati Gran Turismo S, der Bentley GT Speed und dann noch irgendeine Kiste, deren Namen ich jetzt gar nicht mal aufgeschrieben habe. Ich mach's kurz und knapp. Gewonnen hat nicht der Bentley. Der hat nämlich nur 57 Stimmen bekommen. Gewonnen hat der Maserati. Und das freut mich so ein bisschen, weil für den Maserati habe ich nämlich sogar selber gestimmt. Ich mache nämlich da auch mit. Ich gebe da immer meine Stimme ab. Es geht ja auch mich ein bisschen was an, was ich hier unterm Arsch bekomme. Manchmal trefft ihr genau meinen Geschmack, manchmal ist das komplett was anderes. So, Maserati Gran Turismo S aus dem Jahre 2010. Den schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Wir pimpen den auch ein bisschen. Ich habe mir wie immer ein paar Infos zu dem Wagen aufgeschrieben. Gebaut wurde dieser wunderschöne Wagen zwischen 2008 und 2012, das heißt, den gibt's aktuell schon gar nicht mehr. Wir schauen mal hier noch ein bisschen nach Designs, aber ich glaube, ich mache da alles drauf, ja, bestimmt. Außer, ich mache da was Eigenes drauf, was ein bisschen vielleicht meinem Geschmack trifft. Da habe ich auch ein bisschen Rüge bekommen. Du, Tom, Mensch, du, der M4, die Felgen in der ersten Ausgabe zumindest, die sehen ja übelst scheiße aus. Ich bin gespannt, was ihr zur zweiten Ausgabe gesagt habt, weil bei mir ist heute Samstag, das ist Samstag, der Samstag, ne? Hab kein Datum gerade jetzt hier. Und demzufolge weiß ich gar nicht, was ihr zur Sonntagsausgabe gesagt habt. Aber die Vorproduktion ist minimalst. Das Blöde, das hat mir schon immer gefallen bei Maserati. Aber wir schauen mal weiter. Auch so ein Silberton sieht richtig gut aus. Ich glaube, das ist einer der Fahrzeuge. Das ist schön, dass wir jetzt einen Innenraum sehen, weil der ist nämlich nicht lackiert. Gut, blaue Tachoscheiben, da würde ich nämlich fast behaupten wollen, wir machen den Wagen auch mal blau. Dann haben wir aber zweimal blau in Folge, das ist auch ein bisschen blöd. Der hat aber was. Es muss nicht immer rot sein. Es ist auch kein Ferrari, auch wenn der Motor da drunter arbeitet, aus dem Hause Ferrari stammt. Übrigens, apropos Motor, wir haben einen 4,6 Liter V8 Motor drunter, direkt ein Spritzer, nicht aufgeladen. 440 PS und 490 Newtonmeter werden auf die Hinterachse losgelassen. Das ist gar nicht mal so wenig. Ne? Geschalten wird standardgemäß mit einem 6-Gang-Schalt- oder Automatikgetriebe. Das heißt, 120.000, langsam geht's Geld langsam aus. Sprint von 0 auf 100, 4,9 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 295 km/h. Was ich noch aufgeschrieben habe, die Quelle ist wie immer Wikipedia bei mir. Wir gehen mal raus hier, selbstverständlich. 16,4 Liter Super auf 100 Kilometer. Alter Finne, der säuft ganz schön was weg, der Italiener. So, wir bauen den Wagen natürlich wieder ein bisschen auf. So kann er nicht bleiben. Was kann ich für dich tun? Specials, die kommen, wie es aussieht, bei euch ganz gut an. Ich habe auch einige Ideen noch im Hinterkopf. Ihr habt auch ein bisschen Input gegeben. Dessen nehme ich mir natürlich auch an. Es dauert aber alles ein bisschen, ne? Erstmal ein bisschen Let's Play. Ich habe mir heute wieder mal vorgenommen, so drei Folgen zu machen. Zwei Folgen Let's Play und ein Special. Hängt aber davon ab, wie weit meine Stimme hier mitmacht. Da müssen wir einfach mal gucken hier. Gut, der Wagen ist auf A. Das ist gar nicht mal so schlecht. Mich hätte es ja extrem gewundert, wird es hier Spoiler geben. Mir kommt natürlich nichts drauf. Und es knackt mal wieder. Das finde ich sehr interessant. Auch finde ich es interessant, dass manche gar keine Soundbugs haben, schreiben sie. Andere hingegen schon, so wie ich halt auch. Wir schauen mal, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, ne? Ne, das sieht scheiße aus, ihr habt recht. Müssen wir mal gucken. Die sehen gar nicht mal so doof aus. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, mein Geschmack wird immer, immer mieser. HRE. Es wird wohl oder übel, ne, das geht gar nicht, wieder auf HRE-Felgen rauslaufen. Irgendwas mit vielen Speichen. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. 12 Kilo leichter ist natürlich auch eine Hausnummer. Ich glaube, ich mache die mal drauf. Passen auch ein bisschen dazu. Weil, ihr seht hinten, das Endrohr, da ist minimal Chrom. Minimal Chrom,
Das reicht schon aus. Wir können mal so viel speichern. Nur mal so zum Testen. Das hat natürlich auch was. Aber die sind 7 Kilo schwerer, das kommen wir nicht in die Hütte. Momo Italien. Es muss nicht immer aus dem Hause Momo sein. Es kann auch sehr wohl mal HRE sein. Mal wieder. Gut, ich glaube, größer müssen wir die nicht machen. Das sind 20er. 21er müssen es nicht sein. Lass mal so, wie sie sind. Wir machen. Ihr kennt das Ganze, ne? Ich mache hier keine Überraschungskiste, sondern mein Tuning ist relativ simpel. Wurde ich auch gefragt, Tom, rede mal ein bisschen hier, wie schaut's aus mit deinem Opel? Was planst du denn da so? Was sind deine nächsten Autos? Ja, Tuning. Ja, irgendwann wird jeder mal alt und irgendwann heißt es, man hat da nicht wirklich mehr Bock drauf. Ist natürlich auch immer eine Sache des Geldes und aktuell bin ich wirklich mehr unterwegs. Ich investiere zurzeit lieber Geld für meine Butze. Opel, den gibt es nicht mehr. Für die Leute, die es noch nicht wissen, der Tom, der fährt zurzeit Alpina. Da wird es wohl auch bei bleiben. Tuning bei Alpina sowieso nicht. Absolut nicht. Bei einem Wagen Kleinstserie, ne? Da macht man sowas nicht. Aber vielleicht kommt aus dem Hause BMW Performance so ein bisschen was noch dran. Muss ich mal gucken. Ist natürlich auch immer. Oh, das sieht geil aus. Oh, das sieht geil aus. Das kommt drauf. Ist natürlich auch immer so ein bisschen eine Geldfrage, ne? Und wie gesagt, aktuell, lieber kaufe ich mir lilafarbene Kissen auf meine Couch, wo ich sage, geil, gefällt mir, gehe ich übelst drauf steil, als dass ich irgendwie sinnlos Geld in den Auto steck. Weil es ist halt immer auch so eine Sache, überall Käfig kommt natürlich nicht rein. Wir machen mal die normalen Streben bloß rein. Ist natürlich auch immer so eine kleine Sache. Können wir, glaube ich, machen. Komm, den machen wir ein bisschen auf S. Wir müssen ja nicht voll aufbauen. Also ein bisschen halt, ne? Ist auch immer eine Sache. Es gibt ja kaum Teile mit TÜV. Das ist das, was zum Beispiel bei Opel ganz extrem war, bei meinem OPC. Klar, ich meine, du konntest einen Austauschlader drauf machen, du konntest hier und da eine Auspuffanlage, aber so richtig mit TÜV, weißt du, so München-TÜV nenne ich es einfach mal. So, dass ich mich ins Auto setzen kann, ich baller nach München rein mit dem Klappenauspuff und weiß genau, wenn ich rausgezogen wäre, sage ich einfach, ja, macht, sucht, tut. Ne? Das ist alles kein Problem. Da bin ich ja auch ein bisschen gebrandmarkt, was das Ganze angeht. Wir machen hier auf jeden Fall mal Nockenwellen rein. Weil der Motor wird sich richtig geil anhören. In dem Zufolge lasse ich da einfach mal die Finger von. Wisst ihr, lieber, weil Leute, die mich schon extrem lange folgen, die werden das, glaube ich, schon wissen, die Story, was ich da schon alles durch habe mit meinem ersten Auto. Und wenn man das einmal durch hat, sagt man sich dann irgendwann, weißt du was, das ist es einfach nicht wert. Das ist es einfach nicht wert. 423 kW, ja, das ist okay. Gut, das reicht jetzt. Ventile. Einspritzanlage haben wir doch schon, oder? Machen wir die noch hin. 14 kW ist auch nochmal okay. 14 kW sind okay. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Was machen wir denn? Was Design angeht. Wir gehen das mal raus. Design zur Lackierung. Wir gucken mal hier nochmal rein. Auto lackieren. Vielleicht. Das Bleu gefällt mir eigentlich. Aber wir gehen nochmal durch, ob wir irgendwas finden. Das sieht natürlich auch nicht schlecht aus, ne? Mit den roten Bremszetteln dazu. Das sieht auch nicht schlecht aus. Nee, das passt nicht. Weiß muss es nicht immer sein. Dann kriege ich wieder Mecker von euch. Das ist auch nicht. Gefällt mir eigentlich auch. So Maserati. Allgemein die Marke Maserati finde ich richtig geil. Gefällt mir. A, weil du hast einen GT. Ach so, ich dachte, hier hinten habe ich noch drei Grautöne, aber das ist einfach bloß Platzhalter. Du hast einen GT, das heißt, es ist ein Auto. Das ist kein Auto für die Rennstrecke. Das ist ein Auto für lange Strecken. Ne? Du setzt dich in das Auto rein und sagst, ey, ich fahre jetzt mal zum Mattes hoch zum Beispiel. Und dann ballerst du einmal 700, 800 Kilometer Autobahn, steigst aus und bist übelst entspannt. Das Blau gefällt mir. Komm, wir machen mal so ein richtiges Königsblau drauf. Das gefällt mir. Natürlich Carbon. Nein. 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 Scheibentöne minimalst. Minimalst. Machen wir mal so. Das sieht ganz okay aus. Und solche Autos, die gefallen mir einfach. Also das ist nicht so eine Kiste mit Schalensitzen und sowas drin und du ballerst, was ich, 100 Kilometer und bist danach übelst platt. Das gibt's bei dem Auto nicht. Du steigst da ein und fährst und kommst ganz gediegen an. Und war ein gediegen. Dieses gediegene Reisen, dieses luxuriöse Reisen mit Massagesitzen oder was auch immer, was es da nicht alles an Zubehör gibt. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Was haben wir vergessen, liebe Leutchen? Ihr werdet es mir schon sagen. Wie läuft's Tuning. denn so? Was kann ich für dich tun? Hinterreifen machen wir natürlich, wir lassen da die Luft raus und das nicht zu knapp.
So, Übersetzung lassen wir mal gleich, Ausrichtung lassen wir mal, halt, wir machen das hier mal ein bisschen aggressiver. Machen das ein bisschen. Den Rest lassen wir mal gleich. Stabis machen wir hinten ein bisschen weicher. Wissen wir ja, das ist ein Hecktriebe, das heißt, wir müssen hier sehr wohl ein bisschen aufpassen, dass das Heck uns nicht überholt. Das hat aber bei vielen, vielen Autos ganz gut funktioniert. Hier machen wir die Hütte extrem weich hinten. Na, übertreiben wir es mal nicht. 75%, machen wir es mal so. Aerodynamik haben wir nichts, Bremsen haben wir nichts. Ja, das sowieso. Differential müssen wir ein bisschen anpassen. Machen wir. Wir probieren mal was aus. Wir gehen mal auf 10% hoch und gucken, wie sich das beim Bremsen verhält. Einmal ein bisschen experimentieren nochmal mittendrin. Ich lerne ja auch noch dazu, ne? Das ist ja jetzt nichts hier aus dem Kochbuch. Einfach mal rausgenommen, kopiert und das funktioniert. Das Ganze 339 km/h. Querbeschleunigung geht minimal nach oben. Das ist gut. Das heißt, Aerodynamik funktioniert bereits schon in der Serienversion. Okay, gehen wir mal raus. Ich würde mal sagen, während er jetzt hier gleich ein Video bringt, putze ich mal ganz kurz Nase, weil das ist nicht nur so, ne, dass der Hals noch ein bisschen fertig ist. Nee, der Rüssel, der tropft auch wieder ein bisschen rum. Übelst geil. Also ich nehme zurzeit irgendwie alles mit. Gut, kurz Mikro aus, ich mache immer weiter und dann hören wir uns auch gleich wieder. So, da ist er wieder. Frisch geschnupft ist halb gewonnen. Wir machen heute einfach mal so weiter, ne? Ich mache jetzt mal keine Umfrage in diesem Ding rein. Machen wir das nächste Mal, wenn wir die nächste Umfrage durch haben, weil ich habe das Gefühl, ich habe ein paar Umfragen ganz schön viel drin. Schadet aber auch nicht. Wo waren denn die Wagen drin? Supercars, ne, GTs waren es, glaube ich, ne? GTs. Und da Super GT waren es nicht. Der Jaguar war noch mit drin. Genau, der Jaguar! Leute, den wollte gar keiner sehen. Das hat mich extrem gewundert. So, schauen wir mal. Hat er was, oder? Der heutige Tag hat richtig Spaß gemacht. Die letzten Rennen dieser Meisterschaft waren einfach brillant. Die nächste Etappe dieser Autotour führt uns nach Rrrr. Und denkt dran, es geht hier nicht darum, Erster zu werden. Genießt einfach die Fahrt. Wenn möglich, bitte wenden. Der Klang ist doch geil, oder? Das gefällt mir. Das gefällt mir. Schönes Auto. Wenn er sich noch halb so gut fährt, wie er klingt, habt ihr euch sehr wohl für das richtige Auto entschieden. Habt ihr sowieso. Ich meine, ich kenne meine Leutchen. Ihr habt doch Geschmack. Das weiß ich doch. Ihr habt doch Geschmack. Wir müssen aufpassen hier. Muss er nicht anecken, der Wagen. Genau, wie gesagt, also Entschuldigung dafür, dass ich ab und zu die Links vergessen habe zu den Umfragen. Ich kann nicht von euch verlangen, Leute, macht die Umfragen mit, wenn ich bei Strawpool oder wenn ich in der Videobeschreibung keinen Link packe. Dessen schreibe ich mir wieder auf die Fahne, dass ich da einfach ein bisschen mehr aufpasse, wenn ich was aufnehme, in welcher Folge wirklich jetzt eine Umfrage drin ist. Erinnert mich ein bisschen an den M4. Weil wenn du es willst, kommt der Arsch. Ansonsten ist es ein ganz schönes Gefahre hier. Wie gewohnt, keine Musik. Ich habe mich da auch mit meinem Netzwerk ein bisschen drüber unterhalten. Und das, was ich da so gehört habe, wo die Richtung hingehen wird, was Thema Musik angeht, finde ich richtig interessant. Kann ich euch vielleicht ein bisschen einweihen hier auf den paar Kilometern, die wir vor uns haben. Warte mal. Nee, das war das Falsche. Oh, ich kann mir das nicht merken mit diesem Fotomodus. Weil dadurch, dass hier gerade noch einer hinter uns ist. Hat doch was, oder? Ist es nichts Wunderschönes, aber Chevrolet Supersport. Aber so mal ein Foto machen. Wurde mir auch geraten, Tom. Mach Fotos am besten bei einem Rennen am Start, weil da hast du alle Autos drauf und du kriegst einen Haufen Kohle. Hat der Kollege auf jeden Fall recht. Ne, musiktechnisch wird das in die Richtung hingehen, dass die Musikindustrie in Zukunft auf die Lieder direkt sowas wie eine nicht hörbare Frequenz drauflegt. Wie kann man sich das vorstellen? Wenn der Hund neben dir kollabiert, dann weißt du, die ersten Titel sind draußen in die Richtung. Ne, das ist einmal die Frequenz, die das menschliche Ohr nicht wahrnimmt. Und das funktioniert in die Richtung, dass es ähnlich wie ein Barcode ist. Na, wer Barcodes kennt, wer einkaufen geht und du wunderst dich, Mensch, du, die ziehen da Zeug über die Kasse rüber. Woher weiß denn das Ding die Preise? Das liegt nur an den Barcodes. Weil mit dem Barcode werden die Systeme oder ne, werden die Produkte ins System aufgenommen.
Und wenn die Olga an der Kasse da das Zeug rüberballert, dann erkennt das System, der Dings, der kauft jetzt wieder Kondome in XXL und die kosten so und so viel. Ne? So funktioniert das ganze Kram und so wird das auch bei der Musik sein. Das Lustige ist aber, dass wenn du jetzt zum Beispiel Let's Player bist und du spielst Musik dann, ne? Du spielst Musik aus dem Spiel FIFA zum Beispiel, da wissen wir ja, oder allgemein aus dem Hause Electronic Arts, da wissen wir, viele Titel sind von der GEMA. Ne, super, der sagt da einfach Fahrfalle keine voll. Durch hier. Ne, das sind viele Titel, wo die GEMA ein bisschen ihre Hände drauf hat. Und die können dann einfach was rüberscannen lassen und erkennen sofort. Soundbug mal wieder. Die erkennen sofort anhand dieser nicht hörbaren Frequenz, welcher Typ welche Lieder in seinem Let's Play verwendet. Und bam, hast du nicht gesehen, kannst dein Video nicht mehr monetarisieren, kannst keine Werbung draufschalten, musst irgendwas machen. Musst dein Video runternehmen, kriegst Mecker, kriegst Strikes, was auch immer. Und da wird er zu Kinn fallen in Zukunft. Zweite Ausfahrt kenne ich. Das ist die hier. Und das ist mal richtig krass, oder? Da kann man mal sehen, wie viel Geld, Zeit und Hirnschmalz die Leute investieren, um irgendwie an die Kohle ranzukommen. Man könnte sagen, warum machen die das? Die Hip-Hopper verdienen da sowieso einen Haufen Kohle. Klar verdienen die einen Haufen Kohle, aber das darf man auch nicht vergessen. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch 4 Minuten und wir haben noch 900 Meter. Ich nehme das Schild hier mal mit. Toll. Das nehmen wir mal mit. Und weiter vorne ist auch noch eins. Das holen wir uns auch gleich noch, wenn wir schon mal hier sind. Aber trotzdem gibt es nach wie vor halt Leute, die kein Geld ausgeben wollen. Ne? Geiz ist geil Mentalität. Und wenn es nichts kostet, dann ist es, dann kostet es genau richtig. Und genau den Leuten sei es zu verdanken, dass wir hier, also nicht nur den Leuten, ich will es nicht sagen, ja, wegen den bösen Raubkopierern hier, ne, kann der Tom keine Musik auf Horizon ballern. Nee, so ist es nicht. Aber bei Geld hört bekanntlich immer die Freundschaft auf. Oder auch nicht, eine wahre Freundschaft geht auch übers Geld hinaus. Und wenn du Geld verdienst, dann heißt es immer, wie kann ich aus dem Geld, was ich habe, noch mehr verdienen? Mehr. Das ist immer die Devise, mehr. Es muss immer mehr sein. Selbst wenn du deine Wände damit polstern kannst, mit dem 500-Euro-Schein. Polstern heißt mehrere Lagen, ne? Also nicht nur eine Lage, sondern wenn, dann richtig. Selbst dann sagen sich Leute, ich will noch mehr haben. Selbst wenn du so viele hast, dass du dein Leben lang täglich 1 Million ausgeben könntest. Ne? Selbst dann sagen sich die Leute, nö, das ist mir immer noch zu wenig. Und ist das Ziel? Ich weiß es ja nicht. So, wir sind erstmal angekommen. Ihr kennt ja, die erste Folge ist immer so ein bisschen bla bla, ne? Und dann in der zweiten Folge lassen wir es richtig krachen. Wir fahren natürlich heute ein Rennen. Klar, ich will doch wissen, wo das Ganze hingeht hier. GT Cars Meisterschaft. Eine meiner Lieblingsklassen. Da fährt immerhin ein Jaguar XKRS mit. Dann such dir mal ein Rennen aus, um mit der Meisterschaft anzufangen. Das machen wir. Normalerweise würden wir jetzt erst das Auto aufbauen. Wir sind heute mal wieder besser dran. Stufenaufstieg erreicht. Einfach so. Anna. Autotor fortsetzen. Das funktioniert richtig gut. Ah, hier, komm, fahren wir einfach davon hin. Ja. Bob gefällt der Jaguar, der ist Jaguar-Fan. Wir wissen schon, warum wir den Typen nicht mögen, ne? So, auf geht's. Erstes Rennen, erster Test. Schauen wir mal, wie wir drauf sind. Ich gucke sicherheitshalber nochmal nach, ob ich den Schaden noch aus habe. Ah, ich glaube schon. Was ich auch noch sagen wollte, San Giovanni GT Cars, sehr gut. Ich wurde im letzten Livestream zu Destiny mal gefragt, Tom hier, wie schaut's denn aus mit Forza Horizon 2 Livestream? Kommt da was? Wirst du da was machen? Ja, da kommt auf jeden Fall was. Jetzt natürlich die Frage, na, wann? Wann kommt das Ganze? Ich glaube, Schaden ist kosmetisch, ist okay. Ich glaube, das kommt erst, wenn es wirklich Richtung Feiertage geht. Das heißt, wenn ich Urlaub habe und ich denke mal, wenn wir so ein Event machen in Horizon, ist es vielleicht für euch auch gar nicht mal so schlecht, wenn ihr Ferien habt etc. So. Aufgrund des Getriebes ist der Start nicht unser bester Freund. Gut, der Jaguar ist auch relativ... Der Maserati ist relativ schwer. Erstmal bitte anfreunden hier. Oder befreunden. Anfeuchten. Gut, der Bentley, der hat Pfeffer. Das sind alles Autos, die richtig viel wiegen. Ich glaube, der einzige wirkliche Sportwagen ist der Jaguar hier in dem Feld. Und ich fahre viel zu harmlos.
Aber was nicht ist, das kann noch werden. Und ich probiere immer mehr sauber zu fahren. Schieb dir bitte das... Oh! Okay. Schieb dir ein bisschen sehr über der Vorderachse, wollte ich gerade sagen. Wir machen nochmal eins zurück. Schau mal. Dazugelernt. Platz 6 ist gar nicht mal so schlecht, aber wir wissen ja, auf welchem Platz wir uns wohlfühlen. Dann schieben wir mal ein bisschen an, weil wir haben schönere Felgen. Da wird nicht gebremst, die Kurve nehmen wir gefälligst voll. Ja, M6. Schönes Auto. Wo ist denn der Erste? Oh, der Erste hat schon Vorsprung ohne Ende, aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Aber ich brauche immer so ein paar Rennen, um da wirklich reinzukommen in das Ganze. Und irgendwie habe ich das Gefühl, manchmal gibt der Wagen kein Gas. Wird vielleicht bescheuert an. Batterien sind voll vom Controller. Das ist ja auch manchmal so, zumindest geht es ja bei Destiny so, wenn der Controller fast leer ist, dann habe ich das Gefühl, dass manche Tasten irgendwie so dreimal eine Überredung brauchen, bis sie wirklich funktionieren. Gut, die Huckelpisten sind jetzt nicht unser bester Freund. Hä? Das nenne ich Eier in der Hose hier. Balls of Steel? Da bleibst du einfach mal im Drift drin und weißt genau... Ne, das war einfach bloß Hoffnung, dass wir nicht einschlagen. So, Head Control, den sollten wir eigentlich kassieren. Jetzt wollte ich gerade geradeaus durchfahren. Den sollten wir kriegen. Und solche Rennen, die gefallen mir einfach. Wisst ihr, wenn das nicht so Supersport-Mega-Krass-Kisten sind hier, sondern wirklich so Autos... die greifbarer sind. Gut, Maserati ist weit weg von greifbar. Obwohl gebrauchte Modelle kriegst du auch schon relativ günstig. Aber das sind dann meistens dann die Modelle, wo das erste Wort heißt, ja, eine Inspektion musst du machen. Das ist nämlich richtig teuer. Weil so einen Ferrari-Motor auseinanderzunehmen, da bist du mal ganz schnell einen fünfstelligen Betrag los. Aber ich meine, wer so ein Auto fährt, der weiß genau, Unterhalt ist nicht gerade wenig so. Erstes Rennen, erster Sieg. Kurz husten. Du hast das ganze Rennen kontrolliert. Schauen wir doch mal. Empire. Mensch, der Steven ist mit bei. Der hat das Spiel nicht mal, aber der hat Forza 5. In dieser Folge taucht sein Driver-Tar ja auch auf. Ja, wir haben dominiert, sagt der Bob. Ich weiß es nicht. So richtig dominiert haben wir nicht. Was ist denn ja alles mit dabei? Hier, Jack. Richtig geil. Gute Abkürzung. In California ist dabei. Und ein BMW ist dabei, okay. Warum durfte ich diese Autos nicht mitnehmen? Ich glaube, da würden einige sagen, du BMW M6, ne? Das könntest du eigentlich uns mal zeigen hier. So, machen wir mal weiter. Ja, das einmal durch die Waschanlage, das, dann zieht es die Teile auch wieder gerade, also da müssen wir uns gar keinen Kopf machen. Und mein grüner Pulli, der ist nach wie vor, der muss mittlerweile muffen ohne Ende. Im Hochsommer mit Pulli rumrennen. Leute, das ist wie jetzt im Winter, wenn ich hier in der Arbeit fahre und da steht ein Knirps an der Bushaltestelle, so mit T-Shirt und kurzen Hosen. So bei 5 Grad. Sag mir, ey, sag mal, tickst du noch ganz? Aber noch mehr würde ich mich dann bei den Eltern fragen. Sag mal, tickt ihr noch ganz, euren Sohn so rauszuschicken? Furchtbar. Die BMW-Fahrer, die schubsen wieder. Heute ist großes Schubsen angesagt. Anna? Danke. Anna, Autotour fortsetzen. Kein Problem. Route zur nächsten Meisterschaftsveranstaltung. Der braucht ein bisschen, bis er in Schwung kommt hier. In 100 Meter. Man könnte fast denken, die Hinterreifen sind zu breit und die Motorleistung zu wenig. Das ist mal was ganz Neues. Kann man zu wenig Motorleistung haben? Kann man. Eigentlich hat man immer zu wenig Motorleistung. Da kann man nie genug von haben. So, das nächste Rennen fahren wir auch noch. Old Town Circuit. Gefällt mir. Das sieht doch geil aus, oder? Es ist Geschmackssache. Also, Autos aus dem Hause des Dreizacks sind immer so ein bisschen... Entweder du liebst das Design oder nicht. Das ist wieder so eine Hassliebe. Nee, Hassliebe ist wieder was anderes. Entweder du findest die Karre geil oder nicht. Sowas dazwischen gibt es nicht. So ein bisschen so, ja, weiß ich nicht, ich gucke mir 4-5 Stunden mal an und dann gefällt er mir vielleicht. Sowas gibt's da nicht. Entweder yeah oder bäh, ne? Was anderes gibt's ja nicht. So, schau mal. Und wir probieren's mal, was der Kollege gesagt hat.
Wir machen jetzt einfach mal so ein richtig schön bewegtes Foto. Yeah, machen wir ein bisschen Fokus auf irgendwas. Yeah, das sieht doch richtig scheiße aus. Es geht ja bloß darum, viele Autos zu erwischen. 3. Ja, immerhin. Immerhin, immerhin. Und pro Level Dings, wir kriegen ein bisschen Geld. Aber pro Level Up, also pro Foto Up, wie nennt man das Ganze, bekommen wir natürlich auch noch einen richtig guten Opulus. Ob man das jetzt alles machen muss? Oh, das hatte ich doch schon mal kritisiert, dass es dann einfach weitergeht. Alles kein Problem. So, wir haben 3 Runden. Das ist ein Rundkurs, das gefällt mir. Mir gefällt sowieso gerade alles. Ne? Hat mich der Clemens gefragt. Der Clemens ist so ein, ich nenne einfach mal Destiny-Guru. Der weiß alles. Ne? Fragen Clemens was und Clemens, der weiß Bescheid. Der hat mich auch gefragt, du Horizon 2, würdest du das jetzt aktuell empfehlen oder nicht? Ist nach wie vor schwierig. Ne? Es gibt keine Alternativen. Es gibt kein Spiel aus dem Hause, hast du nicht gesehen, wo man sagen könnte, das baut, das ist wie Horizon, du hast ein Tuning, du hast eine offene Welt. Selbst aus dem Hause Ubisoft, The Crew, will ich damit ansprechen. Das hat eigentlich mit Horizon, es hatte ein bisschen was, ne? Es spielt ungefähr in dieselbe Gattung mit rein. Aber es ist trotzdem was ganz, ganz anderes. Und eigentlich, also ich würde sagen, ne, wenn du dir jetzt überlegst, direkt eine Konsole nur für Horizon zu kaufen, würde ich sagen, nein, lass es. Wenn du sagst, ich brauche unbedingt, wirklich unbedingt ein Rennspiel, dann, wenn du Action magst, wenn du solche Rennen magst, die du aktuell auch siehst, dann kauf dir Horizon. Klar, sowieso. Da geht nichts drum, da geht nichts dran vorbei. Wenn du aber eher so der Tüdelütü-Typ bist, unter Tüdelütü verstehe ich, ich baue mir ein Setup. Ich baue mir ein Setup, ich will auf Zeitenjagd gehen, ich will das letzte Zehntel aus mir und aus meinem Auto rausholen, dann kauf dir eher Forza Motorsport. Oder warte ein bisschen, bis es Komplettpakete gibt. Ich glaube, zu Forza Motorsport 5 gibt es aktuell ein Komplettpaket. Die Complete Edition, da ist alles drin. Da ist ein Carpack drin, da ist alles drin. Und das wird auch nicht lang dauern, da wird es zu Horizon auch sowas geben. Das wird aber erst kommen, wenn alle Carpacks draußen sind. Erst danach wird das kommen, weil die wären ja schön doof, wenn sie jetzt eine Komplettversion rausballern würden. Für das Geld vom normalen Hauptspiel und die Carpacks sind da schon mit drin, da würden sie ja nichts einnehmen. Das heißt, solche Versionen kommen dann immer erst, komm, quäl dich hier mal aus, solche Versionen kommen immer erst, wenn die Publisher merken, jetzt ist langsam Schluss. Jetzt können wir die Gemeinschaft nicht mehr melken, jetzt müssen wir wieder was rausbringen, wo wir die Leute, die Skeptiker, die warten sowieso immer länger. Das ist ja auch manchmal gesund so, da kannst du richtig viel Geld sparen. Und du hast richtig viel Schwung geholt. Ja, was ist denn da los? Ah, den kriegt man schon noch, keine Sorge. Man merkt dem Maserati aber an, dass er nicht für die Rennstrecke gemacht wurde. Fährt sich auch trotzdem ganz, ganz dufte. Fährt sich richtig dufte. Gefällt mir eigentlich. Wusste ich aber vorher schon. Wusste ich vorher schon, dass das Auto rocken wird. Den habe ich jetzt ein bisschen geschnitten. Der lässt sich aber trotzdem schön in die Kurven rein dirigieren. Aber wenn er einmal ins Rutschen kommt, dann merkst du das extreme Gewicht. Aber der Motorklang ist doch geil, oder? So ein V8-Sauger. Kraft durch Hubraum. Und wir haben wieder einen ganz dezenten Vorsprung. Nach der Folge werden wir auch wieder mal einen kleinen Cut machen. Und da sind wir rum. Platz 1 zum 2. Das ist ein Durchmarsch hier. Ja, das will ich doch hoffen. Old Town, der Tom ist auch ein bisschen alt hier. Wir machen nochmal eins weiter. Genau, wir haben 12 Punkte Vorsprung. Leute, wir brauchen gar nicht mal wegfahren. Gebt mir einmal den Pokal, fertig ist. An dieser Stelle sage ich einfach mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Montagsausgabe ein bisschen kürzer heute, weil wir waren verdammt schnell. Worum auch immer. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Ich hoffe, diese Folge hat ein bisschen Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, dann Däumchen nach oben hämmern. Nicht vergessen das Ganze, weil damit supportest du den Kanal und mich ein bisschen auch mit, ne? Also eigentlich nur den Kanal, ne? Da hängt ja ein bisschen was mehr dahinter. Diese Folge Däumchen nicht vergessen. Vorausgesetzt, du hattest Spaß an dieser Folge. Nächste Folge, das heißt, morgen kommt vielleicht Far Cry. Mal gucken, ob ich heute am Montag, ich weiß es ja nicht, weil bei mir ist heute Samstag, Far Cry bereits bekommen habe. Wenn dem so sein sollte, kommt morgen die Pilotfolge zu Far Cry 4. Wenn dem nicht so sein sollte, dann kommt morgen Horizon. Ne? Also da einfach morgen wieder einschalten, wenn es heißt, wir fahren Rennen oder wir knallen ein paar Köpfe ab. Müssen wir einfach mal gucken. Ich bin selbst gespannt. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss sagt, eure Rotznase, ne, der Tom, mit dem kaputten Hals und so. Also ja, das wird alles wieder, ne, also besten Dank auch und so für die ganzen Glückwünsche und hier, ne, und Tom hier Däumchen und was laber ich eigentlich? Ich bin raus, bis dann, ciao.